Ja, du klopfst nicht so wild. Ich auf meinen Schoß, das musst du hinten hin machen. Das schmeckt doch nicht dauernd. Ich muss das gleich noch hinsetzen. Hey, wir sind hier auf Bauarbeit. Stopp! Hast du ein Problem? Ja. Hast du dir das schon hingeschrieben? Ja, klar. Willst du dich verarschen? Nein. Du hast jetzt gefilmt? Ich kann zeigen. Warum machst du das? Nein, nein, nein. Was? Ich mach dich nicht. Ich sag, pass auf! Glaub ich nicht! Oh. Hans, das ist ein Nasenkoller! Oh. Ich schwöre, ich geh nicht mit dir zu. Oh, Hans! Oh, das ist kein Nasenkoller. Hans, mach dich weg! Ich geh mit dir so nicht zum Kunden! Hans, mach dir mal ja, weg! Ja, nachher, ich muss ja im Spiegel und Zeit. Was telefonieren darf ich nicht, aber Puppe! Oh. Ja. Hans, kannst du nicht nur mit Nasenkollern da rumlaufen? Ich hab immer Nasenkoller, wenn ich mit dir fortgehe. Ja, du schmierst du mir wahrscheinlich dahin. Nein, du guckst nicht in den Spiegel. Ich bin ja nicht du. Du bist ja wohl im Spiegel guckt. Ja, eben, man guckt, ob alles in Ordnung ist, bevor man rausgeht. Ja. Hey. Ich war mal so, vielleicht Blatt da drin, ein bisschen was, damit es schlanker. Ja, ich platze bei dir auch gleich was. Ich stehe da gleich noch rein. Das macht nein Spaß. Das sollte öfter mit Werkzeug unterwegs sein. Nein. Mit Notebook ist sogar noch viel besser. Weil das Notebook, dadurch drückt dir die Melone nicht so in den Rücken. Ja, das ist meine Sorge, dass mein Notebook drunter leidet. Falsch verstehst, von welcher Stange ich rede, ne? Ich weiß schon, welche Stange du meinst. Okay. Deine kann es nicht sein. Ich wollte sagen, nicht, dass du meine Stange meinst. Hey! Was bist du da zu kichern? Los jetzt! Ist das schon dein Parkschein? Ja. Kann ich so ein Werkzeug mitnehmen? Nein. Das nehme ich dir nachher weg. Bei mir ist sowieso mehr Platz wie bei dir. Haha. Freue ich mich echt, dass wir welche bekommen haben. Ich stelle die mal zu denen, damit die Akkus die nicht drücken. Ist das okay oder muss das auf der Seite stehen? Das passt schon. Warum hast du denn gefunden? Ich habe Muskelkater. Ja, oh, was habe ich? Ich habe richtige Klimmzüge gemacht. Oh. Los jetzt. Das glaube ich ja nicht. Gib mir das Werkzeug. Mann. Was ist das hinlegen? Weg. Kannst du damit auf deiner Spur bleiben? Nein. Opis. Lass mal sehen. Zeig mir das andere. Ja, okay. Picobello. Ja, und ich hier wieder Popel rumschmieren, gell? Wie sind Tom Taylor? Dort habe ich meinen Schlanzug gekauft, links. Ich weiß, dass die Anzüge haben. Deswegen sieht er so scheiße aus. Oh. Der ist so. Da gibt es nicht viel mehr Anzüge. Der sieht aus wie so ein Türkenanzug, Hans. Ich bin Türke. Du bist kein Türke, du bist ein Russe. Ja, aber ich kaufe einen Türke. Ja, aber keine Anzüge. Du musst täglich welche nehmen bei unserem Sport, den wir machen. Was? Aber rot. Gelb. Der TV-Trend, die Intro war schon rot. Also ich habe rot gesehen. Ich habe nur gelb gesehen. Ja, also es war knapp auf jeden Fall. Gelb ist gelb. Nee. Doch, stimmt. Ich werde dich verarschen. Aber hitzefrei, oder? Nein. Nein.
egal. Komm bitte. Nein, komm einfach nackig zur Arbeit. Ja, okay. Das ist gut. Das gefällt mir. Bist du auch nackt? Ja, klar. Krass. Das macht ja keinen Sinn. Können wir die wenigstens auf die Plattform legen? Auch nackt. Wobei laut deiner Beschreibung hier, da müssten wir ja einige Blätter zusammenkleben, ja, damit es bedeckt ist, ja, was bedeckt sein muss, oder? Ja, ist so. Aber vielleicht neigst du ja auch einfach nur zur Betreibung. Selbstüberschätzung. Sollen wir mal messen? Hast du dafür vorhin den Zollstock gesucht? Das reicht ja nicht, da müssen wir den 5 Meter müssen wir das machen. Ich glaube, ich gucke mir das doch echt mal an. Damit ich weiß, ob es stimmt. Bist du eine Mimmel? Ich mal, wo oben eins. Bist du eine Mimmel? Die gehen gerade weg. Hier, die gehen gerade weg. Echt? Ah, okay.